Wir wissen heute, dass Omega-3 parasympathikomimetisch wirkt, erhöht die Spiegel von Serotonin und damit indirekt auch von Melatonin. Und es wirkt auch auf die Endokannabinoide. Wir können ja unser eigenes Cannabis herstellen und dann können wir wirklich sehr gut schlafen. Auch hier meine Studie an Kindern. Liebe Freunde des guten Schlafes, ich möchte Ihnen heute etwas über zwei wichtige Hormone erzählen, die für den Schlaf eine ganz große Bedeutung aufweisen. Und ja, als Zugabe möchte ich noch ein bisschen über Omega-3-Fettsäuren und CBD sprechen, welche beide auch sehr wichtig sind in der Regulation des Schlafes. Wir haben sehr viele Informationen, wir haben sehr viele Folien vor uns, darum möchte ich auch gleich mit der Bildpräsentation starten. Also, das ist das heutige Thema: guter Schlaf mit optimalen Serotonin- und Melatoninspiegeln, Diagnostik, Therapie und was sonst noch wichtig ist. Wobei, ich muss gestehen, als ich die Folien zusammengestellt habe, habe ich gemerkt, dass der Titel eigentlich eine kleine Mogelpackung ist, weil Serotoninspiegel messe ich nicht. Ich hätte eigentlich eher sagen müssen, eine optimale Serotonin- und Melatoninversorgung. Melatonin messe ich schon, aber da werden wir auf beides im Einzelnen noch eingehen. So, und da haben wir schon die beiden wesentlichen Hormone. Das Serotonin bezeichne ich auch gerne als Taghormon, weil es eben tagsüber bei Helligkeit gebildet wird. Und Melatonin, das ist eben unser klassisches Schlaf- oder eben auch Nachthormon, wird nur dann gebildet, wenn wir es wirklich sehr dunkel haben. Und ja, wir müssen jetzt keine Biochemiker sein, um anhand der Strukturformeln erkennen zu können, ja, die sehen doch ziemlich gleich aus. Sie sind tatsächlich auch sehr, sehr nah miteinander verwandt. Und das werden wir gleich in der folgenden Folie auch noch bestätigt sehen. Wir sehen nämlich hier den Bildungsweg. Und ja, bitte nicht verwirrt sein, das ist jetzt auch, ich glaube, die biochemischste Formel oder Folie, die ich habe. Danach wird es wesentlich einfacher, aber ich kann sie nicht ersparen. Wir wollen ein bisschen über die Grundlagen, über die Physiologie dieser beiden wichtigen Hormone sprechen. Und Ausgangspunkt von beiden ist die Aminosäure L-Tryptophan. Die wird dann eben in das 5-Hydroxytryptophan umgewandelt. Das ist quasi eine Zwischenstufe auf dem Weg zum Serotonin. Es gibt auch noch einen anderen Abbauweg. Wir können Tryptophan auch noch zu einem Stoff abbauen, der nennt sich Kynurenin. Da möchte ich jetzt aus Zeitgründen nicht weiter drüber sprechen, weil das ist nicht so günstig. Und es wird vor allen Dingen dann mehr genutzt, wenn wir eher Entzündung im Körper haben. Also Entzündlichkeit fördert, dass wir Tryptophan in das falsche Derivat abbauen und nicht in das richtige 5-Hydroxytryptophan, was wir eigentlich haben wollen. Bei dem 5-Hydroxytryptophan oder später nur noch abgekürzt 5-HTP haben wir damit keine Probleme. Das kann nicht in Kynurenin abgebaut werden. Das wird dann nur noch in Serotonin weiterverwandelt. Also das sind schon die beiden Gründe, warum ich das 5-HTP heute bevorzuge. Einerseits, es wird eben nur zu Serotonin weiterentwickelt und da wir mit dem 5-HTP natürlich viel näher am Serotonin dran sind, brauchen wir auch weniger. Wir brauchen etwa ein Zehntel der Dosis, die wir mit dem Tryptophan bräuchten. Und das Serotonin wird dann weiterhin über mehrere Umbauschritte, auf die wir jetzt im Einzelnen nicht eingehen müssen, dann zum eigentlichen Schlafhormon Melatonin. Man kann also sagen, Serotonin ist quasi die Mutter des Melatonins. Gute Serotoninspiegel am Tag sind auch eine gute Gewähr dafür, dass wir nachts gute Melatoninspiegel aufweisen. Ja, wann wird denn Serotonin gebildet? Ich habe es eigentlich schon gesagt, wenn wir Licht ausgesetzt sind. Und zwar wirklich hellem Licht. Das normale Licht in Gebäuden, in Häusern, in Büros reicht in der Regel nicht aus. Ja, wir brauchen schon 10.000 Lux oder mehr. Das entspricht schon einem sehr hellen
Tag, am besten mit Sonnenschein, dann haben wir auf jeden Fall die Gewähr, dass da mehr als 10.000 Lux vorhanden sind oder wirklich sehr, sehr helle Lampen, die wir normalerweise nicht haben. Und ja, hier sehen wir schon einen Fehler in unserer ja, sozialen, technischen Evolution. Die Menschen sind es eigentlich gewohnt, seit Jahrhunderttausenden sich im Freien aufzuhalten. Ja, unsere Nomaden Vorfahren vor hunderttausend von Jahren haben die Steppen besiedelt und bewandert. Und noch vor 200 Jahren waren fast alle unserer Vorfahren Bauern. Wir waren oder Handwerker. Wir waren also praktisch den ganzen Tag draußen. Und heute ist die Mehrheit der Bevölkerung fast den ganzen Tag drin und kriegt nicht mehr so viel Licht ab, wie wir eigentlich bräuchten. Und daher wird auch nicht so viel Serotonin gebildet, wie wir eigentlich für unseren Schlaf und ja, auch für unser Glücklichsein bräuchten. Serotonin wird ja auch gerne als unser Glückshormon bezeichnet. Ja, und Melatonin habe ich schon gesagt, bei Dunkelheit, also ja, Sonnenschein, Helligkeit, dann haben wir gute Stimmung, dann geht es uns wirklich gut. Ja, was ist denn Serotonin eigentlich? Es ist ein biogenes Amin, also eine Stickstoffverbindung, die als Neurotransmitter funktioniert, also ein Botenstoff in unserem Nervensystem, einer der wichtigsten überhaupt. Hat also eine grundlegende Bedeutung im zentralen Nervensystem, Gehirn, Rückenmark, im Darm, im Herz-Kreislauf-System und im Blut ist auch was vorhanden. Wo kommt der Name her? Sero von Serum, also der Blutflüssigkeit. Tonin von Tonus, die Spannung. Also Serotonin reguliert auch die Gefäßspannung. Das hat eine gewisse Bedeutung in der Vorbeugung oder Behandlung der Migräne. Wir werden da auch noch ganz kurz drauf eingehen. Nebenbei dient es eben der Signalübertragung im Magen-Darm-Trakt und im zentralen Nervensystem, hat also daher eine Bedeutung bei bestimmten Darmbeschwerden, wie zum Beispiel dem Reizdarm. Da haben wir nicht selten auch Störungen im Serotoningleichgewicht. Depression ist es ganz, ganz wichtig, von entscheidender Bedeutung. Und eben unser heutiges Thema, die Schlafstörungen. Ja, ich möchte Sie bitten, mich auch ein wenig in die Geschichte und Physiologie dieses spannenden Hormons zu begleiten. Und ich habe in der Literatur herausgefunden, schon die ganz primitiven Fadenwürmer haben Serotonin als Botenstoff. Ja? Und die gibt es eben seit mehr als 700 Millionen Jahren. Also schon im Kambrium gab es Serotonin lange, 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 bevor es überhaupt die ersten Dinosaurier gab. Uralte Substanz. 1930 wurde dann ein Stoff aus der Magen-Darm-Schleimhaut herausgezogen, von dem man festgestellt hat, dass dieser Stoff Gefäße zusammenziehen lässt. Und darum wurde wenige Jahre später daraus eben der schon erwähnte Begriff Serotonin geprägt. 1951 wurde dann die oben erwähnte chemische Struktur aufgedeckt und 1953 wurden bereits die ersten Wirkungen am zentralen Nervensystem nachgewiesen und in den 90er Jahren wurden dann bisher 14 verschiedene Serotoninrezeptoren entdeckt, also nicht nur einer oder zwei, sondern gleich derer 14, zeigt also auch noch mal die große Bedeutung. Die Natur hätte das nicht entwickelt, wenn sie nicht an so vielen Stellen in unserem Körper eine Serotoninwirkung bräuchte. Und sie differenzierte eben auch nochmal sehr stark nach der Art der Wirkung, darum eben auch die unterschiedlichen Rezeptoren. Kommt das auch in Lebensmitteln vor? Ja. Kochbananen, Tomaten, Pflaumen, Kiwis haben so etwa ein Mikrogramm pro Gramm, Millionstel Gramm, also nicht schrecklich viel. Sehr serotoninreich, hätte man vielleicht gar nicht erwartet. Das ist die Walnuss oder Baumnuss. Da sind immer ganze 300 Mikrogramm pro Gramm drin. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, und die berühmte Schokolade, die ja so glücklich macht, ja, da ist auch
Serotonin drin, aber nicht so viel wie in der Baumnuss. Also ja, da ist schon ein bisschen mehr als ein Mikrogramm drin, aber eben keine sehr hohe Menge. Ja, ist denn das Serotonin in Lebensmitteln geeignet, auch Serotoninwirkungen hervorzurufen? Also hier die wunderbare Schokolade, ja, ich weiß nicht, ob Sie jetzt Appetit bekommen, ich schon so ein bisschen. Hat das überhaupt eine Bedeutung? Ich habe es mal ausgerechnet. Also 100 Gramm Walnüsse haben dann also mal gerade 30 Milligramm Serotonin. Ja, und da sind wir noch nicht mal im therapeutischen Bereich. Ja, der geht eigentlich so erst bei 100 Milligramm los. Also und 300, 400, 500 Gramm Walnüsse zu essen und das vielleicht noch jeden Tag. Weiß nicht, ob das auf Dauer so zuträglich ist. Also wir kommen da nicht auf therapeutische Dosen. Das ist die eine Krux. Und die andere, vielleicht noch bedenklicher, ist, dass eben Serotonin nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Also das, was wir essen, wird zwar tatsächlich ins Blut aufgenommen, aber gelangt vom Blut nicht in das zentrale Nervensystem, wo wir es ja eigentlich bräuchten. Ja, warum macht Schokolade trotzdem glücklich? Ja, es scheint eben nicht das Serotonin zu sein oder zumindest nicht direkt, sondern es ist wohl doch mehr der Zucker. Ja. Warum? Also Zucker führt zu einer erhöhten Insulinausschüttung und Insulin führt tatsächlich zu einer vermehrten Serotoninbildung im zentralen Nervensystem. Wird jetzt aber nicht dazu raten, jetzt besonders viel Zucker zu sich zu nehmen, damit dann eben Serotonin gebildet wird. Ich glaube, da gibt es physiologischere und gesündere Wege. Ja, im Körper kommt es eben hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt vor. Und das ist ja auch ganz spannend, dass nicht das zentrale Nervensystem, sondern eben Magen-Darm und das Nervensystem im Magen-Darm-Trakt, dass das 90% dieses wichtigen Neurotransmitters enthält. Also auch hier haben wir wieder Hinweise darauf, dass ja doch das Bauchhirn, von dem wir ja so viele Jahrzehnte gesprochen haben, in den letzten Jahren doch immer mehr eine Bestätigung findet, dass also unser Bauch eher unser Gehirn steuert als umgekehrt. Ja, wir wissen heute, warum das ist. Das hängt an den afferenten und efferenten Nervenverbindungen. Es gibt mehr Nervenimpulse vom Darmnervensystem zum Gehirn als umgekehrt. Aber es liegt möglicherweise auch an der Serotoninproduktion, die im Magen-Darm-Trakt viel mehr stattfindet als im Gehirn. Und eben nur in Anführungsstrichen 10% befinden sich tatsächlich im zentralen Nervensystem und im Blut, hier hauptsächlich in den Thrombozyten, ist also auch noch ein bisschen an der Blutgerinnung mit beteiligt, soll uns heute aber nicht interessieren. Ja, wir haben auch ein pathologisches Vorkommen von Serotonin. Es gibt bestimmte Tumorarten, wo tatsächlich Serotonin dann auch ausgeschüttet wird und entsprechende Symptome eine Überdosierung macht, auf die wir jetzt im Einzelnen nicht eingehen wollen, weil das einfach sehr, sehr selten stattfindet. Und Karzinoide bilden können auch vermehrt Serotonin bilden. Ja, wir wollen nicht vergessen, dass es eine ganze Reihe von Medikamenten gibt, die auch eine serotoninartige Wirkung aufweisen. Darum funktionieren sie ja überhaupt erst, weil es eben über Serotonin bzw. Serotoninrezeptoren vermittelt ist. Die sind insofern bedeutsam, als wir dann eben an Wechselwirkungen denken müssen, wenn wir mit 5-HTP als Vorstufe arbeiten wollen. Und im Einzelnen sind es diese Medikamente, natürlich die sogenannten SSRI, die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, zum Beispiel Citalopram oder eine Vielzahl anderer Substanzen. Die erzwingen also eine serotoninartige Wirkung, haben darum eben auch viel mehr Nebenwirkungen, als es bei 5-HTP oder den Nährstoffen der Fall ist, die die Serotoninbildung verstärken. Die sogenannten trizyklischen Antidepressiva, die Antidepressiva der älteren Generation, wirken auch zum großen Teil über Serotonin. Neuroleptika, andere Psychopharmaka, jedenfalls wenn sie dann auf die Serotoninrezeptoren wirken, sind da auch in Wechselwirkung.
Die Aminosäure L-Tryptophan ist natürlich die Serotonin-Vorstufe, hat natürlich auch eine serotoninartige Wirkung. Manche Appetitzlücker funktionieren auch über Serotonin. Migränemittel, die neuere Gruppe der sogenannten Triptane, wirkt über Serotoninrezeptoren. Und wir haben es eigentlich hier im Namen schon drin. Ja? Triptan leitet sich ja quasi von Tryptophan ab. Also hier haben wir schon auch vom Namen her den Zusammenhang. Starke Antiemetika, also Antibrechmittel, wie wir sie beispielsweise in der Tumortherapie, bei der Chemotherapie einsetzen, wirken auch über Serotonin. Prokinetika, also Medikamente, die die Magen-Darm-Bewegung quasi so in die richtige Richtung lenken, werden immer auch häufig bei Übelkeit angesetzt, wie das Metoclopramid zum Beispiel, aber auch das Cisaprid oder das Ticagrelor wirken auch über Serotonin. Ja, und dann haben wir noch so ein paar psychoaktive Substanzen, zum Beispiel das MDMA, sind ja allen sicherlich bekannt unter dem Namen Methylendioxyn-Methylamphetamin, ja. Ja, ist vielleicht anderen unter einer anderen Bezeichnung bekannt, ja. Ich denke, wenn ich in die bunten Pillen zeichne, dann wissen die meisten Bescheid, ja. Das ist das Ecstasy. Auch das wird über Serotonin vermittelt. Und ja, so ganz nebenbei, wir sind ganz gut in der Zeit. Kleine Quizfrage zum Mitdenken und Mitmachen. Wer war denn der größte Ecstasy-Dealer in der gesamten Weltgeschichte, zu allen Zeiten? Weiß das jemand? Mal drüber nachdenken. Das war die deutsche Wehrmacht. Die deutsche Wehrmacht hat zumindest zu Beginn des Krieges ihren Soldaten Ecstasy gegeben. Und das sind die 2, 3 Tage haben die durchgekämpft. Also die großen Blitzkriegerfolge waren also nicht nur Militärtechnik zu verdanken, sondern auch Ecstasy. Die haben es dann schnell sein lassen, weil die dann natürlich die Nebenwirkungen auch bemerkt haben. Aber eine Tatsache, die relativ wenig bekannt ist, ja, finde ich so ganz spannend. Also zurück zum Serotonin und den psychoaktiven Substanzen. DMT, Mescalin, LSD und ähnliche Mittel wirken auch über Serotonin. Also eine Vielzahl von Medikamenten oder sagen wir mal Drogen im weitesten Sinne, die Serotonin vermittelte Wirkung aufweisen. Ja, und vielleicht sollten wir gar nicht mit diesen Mitteln arbeiten, sondern sollen es ein bisschen natürlicher machen. Und es geht tatsächlich auch mit Vitamin D und Omega-3. Ich möchte es jetzt hier schon erwähnen, warum diese beiden wichtigen Nährstoffe auch beim Serotonin so wichtig sind. Hier mal eine Untersuchung bei psychischen Erkrankungen, gilt aber für andere Dinge auch. Da hat man festgestellt, Vitamin D fördert die Synthese von Serotonin aus Tryptophan, aus der Vorstufe der Aminosäure. Die maritime Omega-3-Fettsäure EPA fördert dann die Freisetzung von Serotonin aus dem präsynaptischen Neuron. Und DHA verbessern dann die Serotoninwirkung am Serotoninrezeptor. Okay, das klingt jetzt sehr theoretisch. Ich werde es Ihnen anhand einer wunderschönen Abbildung nochmal nahelegen. Also hier haben wir eben Neuronen oder vielmehr 2 Neuronen, die miteinander in Kontakt stehen. Und Vitamin D eben wird für die Bildung von Serotonin im präsynaptischen Neuron gebraucht. Eisen übrigens auch, kam in dieser Studie nicht vor, ist aber sehr, sehr wichtig. Werden wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen, ganz kurz auf das Eisen. Und ein starker Eisenmangel kann ja manchmal auch eine Depression vortäuschen. Und zwar eben vermutlich nicht nur wegen der Energielosigkeit durch den Eisenmangel, sondern eben vermutlich auch, weil nicht so viel Serotonin gebildet werden kann. EPA führt also dazu, dass es in den Vesikeln, in den kleinen Bläschen im präsynaptischen Neuron gesammelte Serotonin besser freigesetzt werden kann, in den synaptischen Spalt gerät. Und am nächsten Neuron haben wir dann die Serotoninrezeptoren, die die serotoninvermittelte Impulsübertragung machen. Und es funktioniert viel besser, wenn wir die Omega-3-Fettsäure DHA haben. Ganz nebenbei, wie wirken die SSRI? Die bewirken, dass das Serotonin, was sich einmal im Spalt, im synaptischen Spalt befindet,
dass das einfach nicht so schnell abgebaut werden kann und viel länger wirkt. Hat also da eine ganz ähnliche Wirkung, aber leider viel, viel mehr Nebenwirkungen. Also wir können mit Vitamin D und Eisen und Omega-3 können wir niemals quasi eine Überdosierung von Serotonin kriegen. Wir können nur den natürlichen Verlauf verbessern, aber wir können ihn nicht erzwingen, wie das eben die Psychopharmaka leider tun. Darum keine Angst vor Vitamin D oder Omega-3 in der Serotonintherapie. Da kann wirklich nichts passieren. Und es ergänzt sich sogar auch mit dem Psychopharmaka. Also ist dann keine zu starke Wirkung, muss man keine Sorge haben, sondern eine ergänzende Wirkung. Was sind nun die ganz typischen Serotoninmangelsymptome? Ich habe ja schon gesagt, ich messe Serotonin nicht oder nicht mehr. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, also Labore bieten das auch an. Kann man im Morgenurin messen, kann man auch im Blut messen. Ich mache es, wie gesagt, nicht mehr, weil ich keine guten Erfahrungen damit gesammelt habe. Es hat einfach zu den Symptomen nicht gepasst. Ich habe Leute gehabt, die hatten nach der Laboruntersuchung Serotoninmangel, wiesen aber praktisch keines dieser Symptome auf. Ich habe Leute gehabt, die haben 3, 4 oder 5 der Symptome gehabt. Also ich war mir klinisch völlig sicher, dass sie einen Serotoninmangel hatten. Und die Labor wäre völlig normal gewesen. Also meine Erfahrungsstudien dazu kenne ich nicht. Aber meine Erfahrung besagt einfach, ich habe das sein lassen. Anders bei Melatonin, da passt es schon. Also ich komme immer mehr von bestimmten Laboruntersuchungen ab, weil sie einfach nicht plausibel sind. Andere Laboruntersuchungen, wir werden auch noch auf einige drauf eingehen, mache ich hingegen sehr gerne, weil sie mir weiterhelfen, die optimale Dosis für den optimalen Spiegel zu finden. Aber Serotonin, bitte, wer damit gute Erfahrungen gemacht hat, soll es weitermachen. Achten Sie mal drauf, ob eben die Laborwerte auch zu den Symptomen passen. Und das ist das, was ich bei meinen Patienten abfrage. Sind Sie depressiv oder neigen Sie zumindest zur Depression? Haben Sie Ängste, Sorgen, vielleicht sogar Panikstörungen? Haben Sie Schlafstörungen? Interessanterweise, ich kann es auch nicht erklären, warum, hat sich bei mir so herauskristallisiert, das ist jetzt einfach Empirie, dass die Serotoninmangelpatienten eher Durchschlafstörungen haben und die Melatoninmangelpatienten haben eher Einschlafstörungen. Nur mal eine subjektive Wiedergabe, achten Sie mal drauf, vielleicht hilft Ihnen das ja auch weiter. Schmerzempfindlichkeit und Menschen, die eben eine Schmerzstörung haben, da gilt dieses Symptom dann auf jeden Fall. Also bei Migränepatienten oder Fibromyalgie-Patienten kann man auf jeden Fall sagen, dieses Symptom gilt auf jeden Fall. Viele Migränepatienten und nicht wenige Fibromyalgie-Patienten haben eben einen Serotoninmangel. Und das letzte und für mich fast entscheidende Symptom, ich sage immer, das ist meine Gretchenfrage. Ich frage dann die Leute, und wie schaut es denn aus mit dem Süßhunger? Mögen Sie gern Süßes? Und da will ich dann nicht als Antwort hören, ja, Süßes, ja, ich mag schon Süßes. Jeder mag Süßes, ja, das ist völlig normal. Ich will da den richtigen Süßhunger haben, ja. Also wenn da jemand sagt, keine Tafel Schokolade, keine Packung Gummibärchen ist von mir sicher, ja. Wenn das einmal angebrochen ist, muss es aufgegessen werden. Also das muss der richtige Hype sein. Dann trifft dieses Symptom Süßhunger zu. Und das haben erstaunlich viele. Und ja, es müssen jetzt nicht alle 5 Symptome erfüllt sein, aber also mindestens 2 oder 3 sollten es schon sein. Ich habe auch wirklich Patienten, die haben wirklich 4 oder 5 dieser Symptome. Und dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass wir mit einer serotoninregulierenden Therapie Erfolge aufweisen können. So, und wie therapieren wir dann nun? Wie gesagt, ich gebe mittlerweile das 5-HTP. Ich fange immer mit 150 Milligramm an. Und wenn darunter keine oder nur leichte Wirkungen zu erzielen sind, gehe ich immer auf 300 Milligramm. Mehr traue ich mich eigentlich nicht, ist meistens auch nicht nötig. Ich habe auch Patienten, die mal 450 Milligramm nehmen. Das muss man dann eben auch klinisch steuern. Geht es dem Patienten damit wirklich besser? Bei welcher Dosis hat er den besten Effekt? Das muss man einfach rauskriegen. Und ich habe auch hier immer mal wieder Nebenwirkungen gesehen, muss ich einfach sagen. Es gibt Leute, die paradoxerweise dann schlechter schlafen. Es gibt Leute, die dann morgens mit Kopfschmerzen aufwachen, ja, die Appetitstörungen kriegen, denen es gar nicht gut geht. Ist sehr, sehr vereinzelt, aber okay, dann funktioniert es halt nicht. Dann muss man es sein lassen, aber die meisten profitieren doch deutlich davon.
Wenn also die Schlafstörung im Vordergrund steht, würde ich die Einzeldosis oder gegebenenfalls auch beide Tabletten immer abends geben. Bei einer Depression kann man auch eine morgens und eine abends geben. Ja, und dann geht es einem dann hoffentlich wieder so gut. Ja, wie ist die Studienlage? Ich habe vor ein paar Tagen gerade nochmal geschaut und habe bei PubMed, der größten medizinischen Datenbank der Welt, das Stichwort Serotonin eingegeben mit dem Filter Clinical Trial oder Meta-Analyse. Also wirklich richtige Studien oder sogar Meta-Analysen, wo das Serotonin vorkommt. Und bitteschön, über 10.000 Einträge. Das ist Wahnsinn, was da in den letzten Jahren zu geforscht worden ist. Unglaublich. Wir wissen sehr, sehr viel darüber. Leider wird es eben kaum eingesetzt, jedenfalls in der konventionellen Medizin nicht. Warum ist das so? Ja, das Problem wie bei vielen anderen ja, ernährungsortomolekularen oder Naturkundemaßnahmen, das Serotonin bzw. eben die therapeutische Vorstufe des 5-HTP ist immer eine Natursubstanz. Wir können es nicht patentieren lassen oder die Pharmafirmen können sich patentieren lassen. Die haben eine relativ geringe Gewinnmarge. Darum ist für die Big Pharma Player völlig uninteressant. Die wollen ihre patentierbaren Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer unters Volk bringen, die viel teurer sind, die viel mehr Nebenwirkungen haben und die nach meiner Erfahrung auch gar nicht so gut wirken wie das 5-HTP. Und die anderen Therapien, die wir noch ansprechen werden. Ja, das ist leider so. Unser Gesundheitssystem ist leider kommerziell völlig, völlig fehlgesteuert. Ja. Na gut, will jetzt nicht zu politisch werden. Ich will Sie auch nicht mit allzu vielen Studien jetzt belasten, aber ein paar kann ich Ihnen doch nicht ersparen, damit Sie sehen, dass das, was ich so behaupte, auch wirklich Hand und Fuß hat. Also hier mal eine Studie zu 5-HTP in der Behandlung von Schlafstörungen bei Kindern. Und ja, schauen Sie sich den Titel mal an. Die Autoren haben das Sleep Terror genannt. Stammt also nicht von mir, Sleep Terror. Ich denke mal, einige der Autoren haben vielleicht selber kleine Kinder und ja, wollten das mal erforschen. Also keine riesige Studie, aber immerhin 45 Kinder von 3 bis 11 Jahren mit Schlafstörungen. Also zeigt, ja, man kann das Kindern schon geben. Das ist auch für Kinder in der richtigen Dosis völlig unbedenklich. Man hat dort 5-HTP 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht gegeben. Ich habe das mal auf einen normalen Erwachsenen umgerechnet. Also das wären 150 Milligramm bei 75 Kilogramm. Also genau die Dosis, mit der ich auch bei Erwachsenen anfange, nur eben um den Faktor Gewicht entsprechend reduziert. Nach einem Monat gab es immer bei 94% in der Verum-Gruppe ein Ansprechen im Vergleich zu weniger als 30% in der Placebo-Gruppe. Und immer nach einem halben Jahr waren 84% in der 5-HTP-Gruppe völlig sleep-terror-free. Das stammt auch nicht von mir, das steht wirklich so in der Untersuchung drin. Und eben auch hier weniger als 30% in der Placebo-Gruppe. Also ich denke mal, wer schlafgestörte Kinder hat und dann selber schlafgestört ist, ja, das wäre mal ein Ansatz. Aber auch bei den Kindern würde ich immer nach den Symptomen fragen. Ja, einfach nur Schlafstörungen und die 4 anderen Serotonin-Mangelsymptome fehlen völlig, würde ich es auch nicht geben wollen. Ich denke, wenn man das eben symptomgesteuert gibt und wirklich das bei denen gibt, wo man sich ziemlich sicher ist, einen Mangel zu haben, dann hat man möglicherweise sogar eine noch höhere Trefferrate. Hier mal bei Erwachsenen, eine ganz kleine Studie, nur aber immerhin, den hat man auch 5-HTP gegeben und leider hier eine Kombination, man hat den noch GABA dazu gegeben, auch ein beruhigender Neurotransmitter, also ich kann jetzt hier nur für die Kombination sprechen, und hat gesehen, unter Placebo Einschlafzeit quasi unverändert. Und in der Verum-Gruppe immerhin von 33 auf 19 Minuten verkürzt im Durchschnitt. Das ist schon eine ganze Menge. Und die Schlafdauer in der Placebo-Gruppe völlig unverändert. Und in der Verum-Gruppe immerhin von 5 auf fast 7 Stunden gesteigert. Das ist schon richtig ordentlich. Man hat dort auch eine Herzratenvariabilität gemacht. Also ein objektives Verfahren zur Messung des vegetativen Nervensystems. Und fand, dass unter 5-HTP der Parasympathikus deutlich verbessert war. Also auch hier ein Zustand zu mehr Ruhe und mehr Gelassenheit.
Um es nicht zu theoretisch werden zu lassen, hier mal ein selbsterlebter Fall. Das war noch vor einigen Jahren in Deutschland gewesen, in meiner naturkundlichen Ambulanz kam eine Frau mit Bluthochdruck, Depressionen und Schlafstörungen. Sie nahm ein entsprechendes SSRI und ein Blutdruckmittel. Sie hatte einen Mangel an Magnesium, Kalium, Zink, B6 und D, also war grottenschlecht versorgt. Ich habe das entsprechend gegeben. Und der Therapie mit diesen Nährstoffen gab sie bereits eine so deutliche Verbesserung an, dass sie selber Citalopram reduziert hat, auf immerhin die Hälfte. Dann wollte sie es ganz weglassen. Dann habe ich ihr Tryptophan gegeben. 5-HTP kannte ich damals noch nicht. Wichtig ist, der SSRI oder eben andere Mittel, die auf den Serotoninspiegel einwirken, müssen abgesetzt werden, sonst können wir ein Serotoninsyndrom bekommen, das wollen wir gar nicht haben. Schlaf und Stimmung waren tatsächlich gut gewesen, aber sie gab so ein bisschen mehr Unruhe an. Und dann habe ich ihr doch mal Fischöl gegeben. Ich hatte damals keine Messung gemacht, sie war eine Kassenpatientin und ich habe eine Privatambulanz gehabt, sie hätte das selber bezahlen müssen. Das haben wir ihr erspart, würde ich heute nicht mehr tun. Also ich will den Wert heute wirklich wissen, gerade bei Depressiven oder Schlafgestörten oder Rheuma oder Asthma, da will ich es heute wirklich wissen, um dann die Therapie optimal steuern zu können. Ich habe ihr so aus der hohlen Hand gesagt, nur bei ihrem Gewicht, sie war eher eine grazile Dame, ein Esslöffel müsste eigentlich ganz gut ausreichen. Okay, subjektiv ein bisschen besser, aber immer noch nicht ideal. Dann habe ich wirklich auf die Messung bestanden und der AA zu EPA, also das Verhältnis von Arachidonsäure zu Eicosapentaensäure, war dann bei knapp 6. Normal in der Bevölkerung ist 10. Wenn jemand 3, 4 Mal in der Woche Fleisch und einmal in der Woche Fisch isst, aber optimal 2,5, das ist noch weit davon entfernt. Hätte ich bei ihr nicht gedacht. Ich hätte gedacht, mit einem Esslöffel kommt man bei ihr gut aus. War nicht der Fall. Und ja, darum ist eben die Messung so wichtig. Ich habe ihr dann ein bisschen mehr gegeben, so 1,25 bis 1,5 Esslöffel. Eisen bekam sie auch noch. Sie hatte relativ starke Periodenblutung. Und bei der Endkontrolle, ganz kurz bevor ich in die Schweiz ausgewandert bin, waren alle Vitalstoffwerte deutlich besser oder sogar optimal. AA zu EPA 3,29, ja, immer nicht so ganz ideal, aber schon sehr, sehr, sehr dicht dran. Und subjektiv ging es ihr wirklich deutlich, deutlich besser. Und sie sagte, viel besser als in den letzten 10 Jahren, obwohl sie eben Citalopram nicht mehr einnahm. Mit Citalopram, sagt sie, hat sie so funktioniert, aber sie war wie in Watte gepackt. Sie war wie in eine Decke eingewickelt. Sie sagte, sie habe nicht ihr eigenes Leben gelebt. Ja, das sind Äußerungen, die ich immer wieder von solchen Patienten höre. Und so die letzte wunderschöne Bemerkung: Sie teilte mir dann mit, dass sie in wenigen Wochen heiraten würde. Und sie sagt, sie hätte diese neue Beziehung unter Citalopram nie angefangen und ausbauen können oder sich gar zu einem so wichtigen Schritt wie der Ehe entschieden, wenn sie nicht unseren Therapieweg gewählt hätte. Wir haben uns dann zum Abschied umarmt und ich habe alles Gute gewünscht und ich hoffe, sie ist weiter so stabil. Und das sind halt Erfolge, die erlebt man mit dem Psychopharmaka und vielen anderen Medikamenten nicht. Aber mit dieser Therapie kann man so etwas erleben. Ja, also Abschluss Serotonin. Wer da noch ein bisschen mehr nachlesen möchte, auf meiner Homepage habe ich auch noch einen Artikel dazu geschrieben. Und man kann auch gerne mal auf meinen Videokanal gehen. Bei YouTube habe ich auch ein Video veröffentlicht, wo es dann nur um Serotonin geht. Da ist jetzt vieles von dem drin, was wir heute sagen, aber wer da nochmal was nachhören will und das quasi nochmal redundant haben möchte, gern auch dieses Video mal anschauen oder vielleicht auch Ihren Kunden, Patienten bitte dieses Serotonin-Video mal empfehlen. Es ist eher für die Laien gemacht, ob die sich da wiederfinden. Kommen wir zum zweiten wichtigen Hormon, dem Melatonin. Das ist eben das Schlafhormon par excellence. Ohne Melatonin können wir nicht schlafen. Wie eben schon gezeigt, wird aus der Vorstufe Serotonin gebildet in der Zirbeldrüse. Ein ganz kleines Organ und so wichtig, erbsengroß, steuert aber unsere gesamte Lebensqualität über einen guten Schlaf. Und nochmal meine Erfahrung, Melatoninmangel
zeigt sich eher in Einschlafstörungen. Und auch hier nochmal Wiederholung, aber so wichtig, wir müssen es richtig dunkel haben, damit es gebildet werden kann. Auch hier ein bisschen Physiologie. Der Hauptfeind von Melatonin ist das Licht. Ja, und wir reden ja heute richtig von der Lichtumweltverschmutzung. Wir finden ja zumindest in Industrienationen kaum noch einen Flecken, wo man nicht auch in der Nacht da mit Licht quasi verseucht werden. Der zweite große Feind ist der Elektrosmog. Also spät Fernsehen gucken, am Laptop arbeiten, Handy machen oder sowas, dann im Bett nochmal kurz vorm Einschlafen die Mails checken. Eigentlich gar nicht so gut und besonders dann nicht gut, wenn wir eben Schlafstörungen haben, dann sollten wir das tunlich sein lassen. Mindestens dann, wenn wir Schlafstörungen haben, dann sollte wirklich 2, 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen sollte wirklich Elektrofreiheit sein. Auch das ist eine uralte Substanz. Man schätzt, dass sie 300 Millionen Jahre alt ist. Und bei primitiven Tieren war sie zunächst nur ein Antioxidant. Erst bei höheren Tieren war es dann für die Rhythmik zuständig. Kleines Molekül. Im Gegensatz zu Serotonin durchdringt Melatonin die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, wir können es oral oder transdermal applizieren. Und ja, es wirkt eben auch heute noch intrazellulär, intramitochondrial und intrazerebral antioxidativ. Und es wirkt, das wissen ja auch ganz wenige, stärker antioxidativ als unser bekanntes Vitamin E. Also Synthese, wie gesagt, in der Epiphyse und es beeinflusst auch den Hippocampus, welcher ja ganz extrem wichtig ist für unsere Gedächtnisleistungen. Also dieser Satz, wir lernen im Schlaf, findet also hier auch seine Berechtigung. Also abends noch mal was lesen für den Lehrstoff am nächsten Tag, dann das Buch unter das Kopfkissen legen, das hat schon seine Berechtigung. Wir müssen dann aber wirklich eine gute Melatoninversorgung haben, dass das auch wirklich richtig gut funktioniert. Viel Erfolg beim Lernen. Ja, was sind für Indikationen Melatonins? Natürlich Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus, Jetlag werden wir auch gleich noch kommen. Bei Krebs wird es eingesetzt. Migräne, Haarwachstum, verzögerte Alterung, Atherosklerose. Das sind alles Indikationen, die ich bei Wikipedia gefunden habe. Ist jetzt nicht so meine bevorzugte Indikation, aber finde ich auch ganz spannend, dass es da immerhin erwähnt wird. Also wir wollen jetzt heute hauptsächlich über Schlafen sprechen, auch über Jetlag. Krebs werde ich so ein bisschen anreißen und darüber werde ich jetzt heute nicht sprechen, aber auch in der Behandlung von akutem Covid-19 hat sich tatsächlich Melatonin bewährt. Wir haben nur nichts davon offiziell erfahren. Es gibt auch eine Leitlinie zum Thema Schlaf, eine S3-Leitlinie und da habe ich sogar was gefunden über Melatonin. Ich war ganz erstaunt und da steht Folgendes drin. Passt man die bislang vorliegenden Meta-Analysen zum Melatonin und die klinischen Studien zum retardierten Melatonin zusammen, so ergibt sich kein eindeutiges Bild. Melatonin kann eine gewisse Wertigkeit im Hinblick auf die Behandlung von zirkadianen Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen für sich beanspruchen, nicht jedoch eine generelle im Hinblick auf die Therapie von Insomnien. Also es ist jetzt keine völlige Verdammnis von Melatonin, aber ja, euphorisch klingt auch anders. Also wenn ich Hausarzt wäre, würde das lesen, weiß ich nicht, ob ich es meinen Patienten geben würde. Und ja, wenn eben das retardierte Melatonin gemeint ist, da würde sich meine Meinung sogar damit decken. Damit habe ich nämlich gar keine guten Erfahrungen gemacht, werde mal klar nicht drauf eingehen. Auch hier nochmal die Studienlage. Ja, keine 10.000, aber immerhin doch eine vierstellige Anzahl von Studien auch zum Melatonin und Meta-Analysen. Und ein paar davon möchte ich Ihnen jetzt hier bringen. Also hier immerhin 14 Studien mit oralem Melatonin und unter Melatonin immerhin eine halbe Stunde längere Schlafzeiten, aber wenn das nichts ist. In diesen Studien hat man es einfach gegeben. Man hat in der Regel keine Messungen gemacht. Finde ich persönlich einen Kunstfehler. Ich will es immer wissen, ich will es immer messen. Und wenn ein Melatoninmangel vorhanden ist, dann habe ich ja natürlich auch eine große Chance, dass es dann viel besser wirkt. Also auch hier, wenn man die aussieben würde, die wirklich einen Mangel haben, würde man viel, viel mehr an Erfolgen erzielen.
Blinde haben ja auch Störungen im Melatoninhaushalt, die sind ja quasi immer in Dunkelheit. Das heißt, denen fehlt dann die Rhythmik, das Auf und Ab von Melatonin. Und hier mal 12 Studien, die bei primären Strafstörungen, bei verlängerter Einschlaflatenz, aber eben auch bei den Schlafstörungen bei Blinden doch recht gute Wirkung von Melatonin ergeben haben. Alzheimer-Patienten haben häufig auch Schlafstörungen. Wir mal 7 Studien, immerhin so viele. Und ja, das hatte man vielleicht auch erwartet, aber Kognition wurde darunter nicht verbessert, aber wenigstens die Gesamtschlafzeit, was natürlich für die Patienten, die Angehörigen, die Betreuer auch ein Segen sein kann. Hier mal die Grafiken dazu, hier die Einschlaflatenz. Und wir sehen da die durchgezogene senkrechte Linie. Das ist so, da hätten wir einen Null-Effekt, wenn die Punkte da drauf wären. Aber alle Studien sind links davon, also deutlich verbesserte Einschlaflatenz, wesentlich kürzere Einschlafzeit und die Summe eindeutig signifikanter Effekt. Genauso bei der Schlafdauer. Alle Studien liegen hier rechts von der Nulllinie, also deutlich verlängerte Schlafzeit, wenn das nichts ist. Geistige Behinderte weisen auch nicht selten Schlafstörungen auf. Und hier immer 9 Studien dazu. Einschlafzeit um eine halbe Stunde verbessert, Gesamtschlafzeit 50 Minuten verlängert, weniger häufiges Erwachen in der Nacht. Na, das ist doch was. Kommen wir jetzt zum Jetlag. Hier immerhin 4 Reviews und 11 Studien dazu. Und ganz klare Aussage, Melatonin vermindert die Symptome von Jetlag, insbesondere bei West-Ost-Reisen, wenn wir quasi unseren Tag verkürzen müssen. Ja. Ich bin übrigens vorgestern selber von Mexiko in die Schweiz geflogen, habe also genau das Problem gehabt. Und ja, ich habe auch Melatonin genommen zum früheren Einschlafen und es funktioniert. Ich bin schon jetzt innerhalb von 2 Tagen fast in meinem ganz normalen Tag-Nacht-Rhythmus. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und die Studienlage unterstützt das hier mal so eine experimentelle Phasenverschiebung, also deutliche Verbesserung gegenüber Placebo. Wenn wir an den neuen Tagen, wenn wir uns den neuen Tag gewöhnen wollen, sollten wir uns da auch möglichst viel Licht aussetzen, dann gehen wir schneller in diesen neuen Tag-Nacht-Rhythmus hinein. Hier immer mit der Lichttherapie etwa 20 Minuten pro Tag Beschleunigung, mit Melatonin in der Nacht immerhin eine Dreiviertelstunde Beschleunigung und beides zusammen eine Stunde schnellere Umstellung pro Tag, beziehungsweise Nacht, das ist doch gar nicht schlecht im Vergleich zu einer Nichttherapie. In meiner Einzelstudie im Jahr fast genau das, was ich neulich erlebt habe, also immerhin ein Flug von USA in die Schweiz. Da haben die Probanden dann Placebo bekommen, das Schlafmittel Zolpidem oder 5 Milligramm Melatonin oder beides. Und Wunder über Wunder, unter allen drei Therapien im Vergleich zu Placebo weniger Jetlag. Und Zolpidem und die Kombination waren in Bezug auf die Schlafstörung am effektivsten, aber hatten auch die meisten Nebenwirkungen. Also mein Ratschlag, ich würde es immer erst nur mit Melatonin probieren und ja, viele Flugbegleiterinnen, Piloten, auch Sportler nehmen das mittlerweile heute ein. Ja, und Thema Sport, ja, hat man ja auch vermutet, Mensch, wenn die Leute dann müde werden durch Melatonin, vielleicht sind sie dann nicht so leistungsfähig. Grand Prix-Fahrer oder Sportler, die zu Welt- oder Weltmeisterschaften oder Olympiaden fahren und mehrere Zeitzonen überwinden müssen. Ist es vielleicht da kontraproduktiv, wenn man denen Melatonin gibt? Nein, überhaupt nicht. Die Leistung wurde nicht verändert. Kann man problemlos nehmen. Hier auch mal ein Flug mit immerhin 320 Freiwilligen. Die haben dann ein Placebo bekommen. Ein niedrig dosiertes Melatoninpräparat mit schneller Freisetzung, 5 Milligramm, hohe Dosis mit schneller Freisetzung. Oder 2 Milligramm mit retardierter Freisetzung. Das ist das Präparat, was heute, ja, ich glaube sogar kassenfähig ist. Ja, schauen wir mal, was die ergeben haben.
Und zwar waren beide Präparate mit der schnellen Freisetzung besser als das mit der retardierten. Also selbst das niedrig dosierte mit 0,5 war besser als das 2 Milligramm retardierte. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, weil nochmal, Melatoninmangel, Einschlafstörung. Ich will ja schnell hohe Spiegel haben. Wie eine Pharmafirma da drauf kommen kann, dann ein retardiertes Präparat zu entwickeln, ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist völliger Blödsinn. Ich will schnelle hohe Spiegel haben. 5 Milligramm, die hohe Dosis, war natürlich am besten in Bezug auf die Parameter. Nachtschichtarbeit ist ja auch sowas wie Jetlag. Hier mal eine experimentelle Nachtschichtarbeit. Und auch hier konnte man zeigen, dass die Phasenverschiebung, die Gewöhnung an die neue Zeit unter Melatonin wesentlich besser gelingt. Ich weiß nicht, wie viele Ärzte mit dabei sind. Jeder Arzt musste ja im Laufe seines Arztlebens eine ganze Reihe von Nachtdiensten machen. Und ja, auch da wäre Melatonin durchaus hilfreich gewesen, wenn man dann mal nach dem Dienst noch gern schlafen möchte und es aber nicht kann. Mit Melatonin wäre das besser gelungen. Also hier dieser Versuch, ja, die Leute sollten also erstmal von 0 bis 8 Uhr quasi Nachtruhe halten. Und dann wurde es umgestellt auf eine Nachtruhe von 17 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht, sollen danach dann arbeiten. Wie gelingt das unter verschiedenen Therapien? Und wir sehen ja, unter Placebo haben die quasi eine Zeitverschiebung von 2 Stunden pro Tag. Mit der niedrigen Dosierung geht es ein bisschen schneller, 2,5 Stunden im Durchschnitt. Und mit der etwas höheren Dosierung von 3 Milligramm konnte man doch eine Phasenverschiebung für 4 Stunden pro Tag erreichen. Also doppelt so schnelle Anpassung wie unter Placebo. Das ist doch was. Also jeder Nachtschichtarbeiter, der wirklich so einen Wechselschichtdienst hat, wo man eine Woche oder länger Nachtschichtdienste mache und dann Schwierigkeiten hat, sich an die neue Zeit zu gewöhnen, mit Melatonin gelingt das viel besser. Hat der Melatonin auch Nebenwirkungen? Ja, hat es. Ganz interessante Nebenwirkung. Und zwar hat man mal 5 Studien gemacht und hat geschaut, wie ist denn der Melatoninspiegel im Morgenurin und hat dann das höchste Quartil, also das Viertel mit der besten Melatoninversorgung, verglichen mit denen mit der schlechtesten Melatoninversorgung und fand dann die Probanden oder vielmehr, das waren in dem Fall Probandinnen, mit guter Melatoninversorgung hatten etwa ein Fünftel weniger Brustkrebs. Melatonin schützt vor Krebs. Das ist ja Wahnsinn. Also hier so ein prospektiver Versuch. Und es gibt auch epidemiologische Studien, die das völlig unterstützt haben. Hier mal 13 Studien an, ja, eben an Flugbegleiterinnen mit Nachtflügen. Ja, die haben natürlich auch Probleme mit ihrem Melatoninhaushalt. Und die hatten ein Risiko für Brustkrebs, was um die Hälfte erhöht war. Und man muss gar keine Flugbegleiterin sein. Man kann ja auch auf dem Boden Nachtschicht arbeiten. Auch nicht so ganz gesund. Und man hat quasi identische Ergebnisse bei Nachtschichtarbeiterinnen gefunden. Auch hier Brustkrebsrisiko anderthalbfacht. Und möglicherweise könnte man da mit guter Melatoningabe auch präventiv tätig werden. Wenn der Krebs schon da ist, und viele Krebspatienten haben ja gestörten Schlaf aus verschiedenen Gründen, auch dann lohnt es sich durchaus, noch mit Melatonin zu arbeiten. Also hier mal eine kleine Studie mit Patientinnen mit metastasierten Brustkrebs. Die haben dann 5 Milligramm Melatonin bekommen. Und man fand immerhin bessere Schlafqualität, Schlafempfinden, weniger Erschöpfung, bessere Lebensqualität. Ja, das ist doch für Patienten mit dieser schweren Erkrankung Gold wert. Es gibt noch andere Studien. Wir haben heute keinen Krebskongress, darum werde ich die jetzt nicht nennen, aber wo man mit höheren Dosen gearbeitet hat. Und da durchaus ein wesentlich besseres Outcome bei den Krebspatienten gefunden hat. Als Zusammenfassung zu Melatonin: verbessert also den Schlaf bei Schlafstörungen und Jetlag, schützt sogar vor Krebs, verbessert Lebensqualität und Überleben. Höhere Dosen sind effektiver als niedrige Dosen. Ja, wären wir eigentlich auch so drauf gekommen. Vor allen Dingen aber die schnell freigesetzten Präparate sind viel besser als die retardierten Präparate. Bitte keine retardierten Präparate nehmen.
Ich habe keine Studien zu transdermaler Anwendung gefunden, aber wir haben damit natürlich eine noch bessere und schnellere Freisetzung. Meine eigenen Erfahrungen damit sind sehr gut. Melatonin diagnostiziere ich sehr gern. Hier mal ein Beispiel dazu, nochmal eine Kasuistik, also ein gestresster Gymnasiallehrer, der Schlafstörungen hat. Da haben wir den Melatoningehalt im Nachtspeichel gemessen und der sollte deutlich über 10 Pikogramm, also wir reden hier von wirklich ganz, ganz kleinen Mengen Pikogramm sein, aber er war nur 3,2 Pikogramm. Dem Mann kann geholfen werden, der kann man nahezu ein Versprechen abgeben, dass er mit Melatonin wesentlich besser schlafen wird. Ja, wie kann man es dosieren? 1 Milligramm, 5 Milligramm, 10 Milligramm als Kapselspray oder Creme. Ich arbeite am liebsten mit der Creme, einer liposomalen Creme, die wirklich besonders schnell aufgenommen wird. Aber mit einem Spray oder Kapsel geht es durchaus auch wenn jetzt die Aufnahme oral nicht ganz so gut ist wie transdermal. Es gibt da verschiedene Präparationen mittlerweile mit 0,5 oder 1 Milligramm. Das ist eigentlich ein bisschen unterdosiert, aber man kann es damit ausprobieren und kann die Dosis ja zur Not auch steigern. Kann natürlich auch mit einem 0,5 oder 1 Milligramm Präparat auf 5 Milligramm kommen. Das ist doch machbar. Man muss dann nur ein bisschen mehr nehmen, als angegeben wurde. Also ich mache das gerne nach Messung mit dem Melatonin. Bei Krebs müsste man nicht unbedingt messen, da könnte man das auch so tun. Wie gesagt, bei Schlafstörungen, die meisten kommen mit 1 bis 10 Milligramm aus. Man kann es auch mehrfach geben. Also wenn jemand also nachts wach wird und kann dann wieder nicht einschlafen, dann kann man es eben auch noch ein zweites oder drittes Mal geben. Bei Jetlag kommt man meistens mit 3 bis 10 Milligramm gut aus, bei Krebs deutlich höhere Dosen. Also mein persönliches Konzept, Melatonin bei Einschlafstörungen besser, bei Durchschlafstörungen gegebenenfalls beim Erwachen auch nachts nochmal nehmen. Also morgens um 5, wenn ich um 7 Uhr aufstehen muss, würde ich vielleicht dann nicht mehr nehmen. Wenn ich eine gute Wirkung habe, kann ich auch versuchen, die Dosis mal so ein bisschen zu reduzieren. Ich sage immer gern so viel wie nötig, so wenig wie möglich. In der konventionellen Medizin wäre in der Naturkunde die geringste Dosis nehmen, mit der man wirklich noch gut auskommt. Wir haben mit Melatonin keine Akkumulation. Reichert sich nicht im Körper an, weil wenn wir Helligkeit ausgesetzt sind, wird es sofort abgebaut. Und es gibt auch keine Gewöhnungseffekte wie bei den Beruhigungsmitteln oder den künstlichen Schlafmitteln. Man muss sich da keine Sorgen machen. Weitere Tipps bei richtiger Dunkelheit schlafen. Ich kann mein Zimmer nicht so ganz dunkel machen. Ich habe also im Sommer oder auch auf dem Flug hatte ich also eine Schlafmaske auf und damit geht es deutlich besser. Elektrosmog vermeiden, besonders bei Schlafstörungen. Also keine Elektrogeräte im Schlafzimmer aufbewahren, die an sind. Und Melatonin am besten direkt vor dem Zu-Bett-Gehen oder eine halbe Stunde vorher einnehmen. Also optimal ist natürlich, wenn man einen Arzt hat, der das verschreibt. Und optimal nach einer entsprechenden Diagnostik, weil da kann man auch vorhersagen, ob es wirkt, kann man auch so ein bisschen die Dosis abschätzen. Also wenn jemand einen Wert von 3 hat anstelle von über 10, kann man sich ziemlich sicher sein, dass man mit einem halben oder einem Milligramm nicht auskommen wird. Da braucht man dann schon ein klein wenig mehr. Deutschland, ich glaube in der Schweiz auch, gibt es nur ein zugelassenes Präparat. Das ist eben leider ein niedrig dosiertes mit 2 Milligramm und eben leider noch retardiert. Leider kein gutes Präparat, nach meiner Erfahrung. Also gute Dosierung und rascher Wirkeintritt. Aber Sprays oder Kapseln können durchaus genommen werden. Manche kommen wirklich mit 1 oder 2 Milligramm sehr, sehr gut aus. Man muss es ausprobieren und muss selber durch Versuch und Irrtum die richtige Dosis kennen. Auch hierzu Melatonin noch ein paar Informationen. Auch dazu habe ich einen Artikel auf meiner Homepage geschrieben. Auch dazu gibt es noch mal ein Video bei YouTube, welches Sie vielleicht Ihren Patienten, Kunden empfehlen können. Ja, noch mal Elektrosmog. Hier noch mal eine ganz spannende Untersuchung, was denn Elektrosmog so mit unserem Gehirn anstellt. Untersuchung auch von Ratten.
man dann eine Stunde am Tag ein Handy gegeben hat. Also die sind dann in der Nähe des Handys platziert worden, die Ratten, ja. Und ich meine, eine Stunde, welcher junge Mensch benutzt denn ein Handy heute eine Stunde lang? Das ist ja viel länger. Und wir halten es immer auch an den Kopf. Das ist ja das Schlimme. Und schauen wir mal, was mit dem Hippocampus passiert. Also wir haben die linke Säule, die Kontrollgruppe. Da hat man anschließend nach dem Versuch einfach dann die Nervenzellen gezählt, ist dann auf diese Anzahl gekommen. Und die Elektrosmoggruppe hatte 40% weniger Nervenzellen. Der Hippocampus war kaputt gegangen, muss man sich mal vorstellen. Aber wenn die Ratten Melatonin bekommen hatten, dann war der Abfall völlig kompensiert worden. Und hatten die Ratten Omega-3 bekommen, da hatten die sogar trotz Elektrosmog noch mehr Hippocampuszellen neu gebildet. Ja. Kombination von Melatonin und Omega-3 hat man nicht gemacht, da wäre es vermutlich noch besser geworden. Also wir sehen, wir können Elektrosmog zumindest zum Teil kompensieren. Und die Autoren sagen, Elektrosmog, Handygebrauch, ist nicht gut für unser Gedächtnis. Melatonin hebt es auf, Omega-3 macht sogar eine Überkompensierung. Zumindest in diesem Rattenversuch, ob man das auf Menschen übertragen kann, kann man sich natürlich immer streiten. Ich denke aber schon, auf jeden Fall kann man mit Melatonin und oder Omega-3 überhaupt keinen Schaden anrichten. Ja, also damit sind wir schon bei den Omega-3-Fettsäuren. Wo kommen die vor? Natürlich bei den fetten Kaltwasserfischen, aber auch in anderen Meeresprodukten wie Algen. Leinöl ist die pflanzliche Hauptquelle für Omega-3. Hanföl, Rapsöl hat auch noch ein bisschen was. Das Problem ist aber, die pflanzliche ALA hat nicht die Effekte von EPA, DHA. Wenn wir Omega-3-Wirkung haben, brauchen wir schon die maritimen Fettsäuren. Bediene mich da gern der Fettsäureanalyse. Wir haben ja einen Omega-3-Index. Das ist die Summe aus EPA und DHA von gerade mal über 4. Das ist wirklich grottenschlecht. Der Quotient ist normalerweise bei 10, optimal bei 2,5, auch grottenschlecht. Und hier mal so eine Analyse im Einzelnen. EPA sollte über 3% sein, hier nur ein halbes. Arachidonsäure, der Gegenspieler, sollte unter 9% sein, hier stark erhöht. Das ist nicht gut. Der normale Erwachsene braucht 2 Gramm Omega-3, dafür braucht er 15 Kapseln. Er kann auch Fisch essen, zum Beispiel 500 Gramm Kabeljaufilet am Tag, schon hat die 2 Gramm. Oder ersetzt einen Esslöffel Fischöl oder einen Teelöffel Algenöl ein. Wir wissen heute, dass Omega-3 parasympathikomimetisch wirkt, erhöht die Spiegel von Serotonin und damit indirekt auch von Melatonin. Und es wirkt auch auf die Endokannabinoide. Wir können ja unser eigenes Cannabis herstellen und dann können wir wirklich sehr gut schlafen. Auch hier mal eine Studie an Kindern. Ich meine, 400 Kinder, die 600 Milligramm DHA bekommen hatten und siehe da, sie konnten schneller einschlafen, wachten weniger auf und hatten längere Schlafzeiten. Immerhin im Durchschnitt fast eine Stunde mehr als unter Placebo. Also hier sehen wir die blauen Säulen, deutlicher Anstieg des Schlafes um immerhin 46 Minuten und die Placebo-Gruppe sogar weniger geschlafen, 12 Minuten weniger. Also ergab dann immerhin eine Stunde Unterschied. Das kann natürlich für die Kinder und die Eltern Gold wert sein. Ich möchte auch noch kurz das Cannabis erwähnen oder vielmehr das Cannabidiol, das CBD. Cannabis sativa heißt ja der beruhigende Hanf, also die Wirkung ist seit Jahrtausenden bekannt. Und das CBD macht ja eben nicht abhängig, wir können es auch legal erwerben. Also auch daran dürfen wir mal denken beim Schlaf, gerade wenn man nach Stress, nach der Arbeit so ein bisschen runterkommen wollen. Das THC, das, was wir nicht so gern haben wollen, ist da allerhöchstens in Spuren enthalten. Trotzdem vielleicht zumindest zu Beginn der Therapie, eine Stunde danach kein Auto fahren. Man macht ja seine Erfahrungen dann auch damit, ob man ein bisschen benommen wird oder gar nicht. Im Zweifel dann eben keine gefährlichen Tätigkeiten ausführen. Wird mittlerweile sehr gern genommen, besonders in den USA, wird er gern von Sportlern oder Managern zum Runterkommen benutzt. Ja. 10 Milligramm wäre abends eine vernünftige Dosis. Man kann es auch bis maximal 20 Milligramm steigern.
höheren Dosen würde ich das nicht ohne einen Arzt machen. So, ich komme schon langsam zum Ende, nicht ohne noch auch ein bisschen Literatur von mir hinzuweisen. Also zum Thema Omega-3 kann man in diesem Buch nochmal viele Grundlagen erfahren. Und wenn sich noch mehr für andere Nährstoffe interessiert, in dem Buch Nährstofftherapie sind alle Stoffe von Vitamin A bis Zink ausführlich aufgeführt mit Kochbuch-Rezeptsammlungen für unterschiedlichste Erkrankungen. Es werden Ross und Reiter genannt, also exakte Dosierungen und auch konkrete Mittel. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier nochmal meine E-Mail-Adresse, bitte keine Krankheitsgeschichten schicken, aber wenn mal eine kurze Sachfrage da ist, kann die gerne auch gestellt werden. Das ist unsere Praxis, kann man auch mal gucken, was wir da so alles treiben. Das ist meine schon mehrfach erwähnte Homepage, wo man auch eine ganze Menge nachlesen kann. Und man kann den Newsletter, der einmal im Monat kommt, bestellen und sich dann auch den Videokanal mal anschauen. Ich bin mittlerweile bei über 160 Videos. Ich versuche etwa ein Video in der Woche dazu zu bringen. So, ich will hoffen, dass Sie jetzt nicht so aussehen wie dieser bedauernswerte Herr dort, völlig erschöpft und nun mit dem letzten Espresso noch halbwegs am Leben erhalten. Nein, ich hoffe, Sie haben viele Informationen aufsaugen können. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich wünsche Ihnen heute Abend, heute Nacht einen wirklich guten und erholsamen Schlaf. Alles Gute dabei.